Nein. Dritter Teil. Nein. Doch, es ist der dritte Teil. Nein. Doch. Nein. Doch? Finde ich gut. Christina, was machst du? Wenn du noch nicht aufgenommen hast. Ich will dich aber sehen, komm her. Nein! Was machst du? Hallo, liebe Welt, hallo! Hallo und herzlich willkommen. Ich will es doch nur der Welt zeigen. Hallo, liebe. Geh weg! Geh weg! Jetzt kann ich nicht weiter, da ist Haarkabel. Ich hab Kabelnot. Ja! Ich hab sie drauf. Wir. Ich sitze jetzt nicht gerade hier. Ich muss den Freier. Das sind die Meerschweinchenrufe. Also, das ist ja Meerschweinchen in den Haaren. Nein. Wir machen heute uns drüber, die Mäntel für die Natalie und mich zu nähen. Es wird sehr interessant. Wie isst du dein Eis bitte? Ich hab aus, als hätte ein Hase dran genagt. Furzlergeist. Sag mal, stink! Das Riesending steckt sie sich komplett in den Mund! Gib die Kamera. Das! Also, das ist der Stoff. Ich sehe das gar nicht. Das ist der Stoff. Das ist Lisa, die mal wieder Eis isst. Ja, das ist ja eklig. Nur weil du schon fertig bist und du das runterschlingst. Okay, was leuchtet das so? Der magische Zettel. Nee, weil wir haben so ein komisches Lichtdings da bummst du an. Ist doch da unten drunter, oder? Nein. Irgendwas? Naja. Wir sind hier nämlich in meinem Keller.
Ach so, nur so, ja. Ja. Falls ja. Das ist leider komisches Zeug. Sieht nicht so ganz aus wie meine Wohnung. Das ist aber Lisas Wohnung. Hm? Gibst du, das ist deine Wohnung. Ich wohne im Keller. Da ist dein Badezimmer und da ist deine Badewanne drin. Da drin schläfst du? Oh, das ist so ein Leichending. Das ist so ein Leiche drin, ey. Und das ist ihr Essen. Nein, da tust du immer Essen drauf. Nein, und je nachdem, warte mal, was du Hunger hast, drehst du es immer und dann kommt das Essen zu dir zugeflogen. Mhm. Ja, heute hatte ich Eis. Mhm. Alter! Mann, bist du mir gerade auf den Sack gegangen. Ja, lachen müssen wir schon. Das ist Peter Maffay. Ja, Peter Maffay. Der schaut aber aus wie Peter Maffay. Nein. Der schaut aus wie Peter Maffay. Doch. Doch. Was machst du da? Ich filme was. Und was filmst du? Deine Augen. Sie sind wunderschön. Gib mir die komische Glotze. Hör auf zu zoomen. Mach die Glotze. Wir sollen jetzt da mal anfangen. Damit! Ach so, ja, den damit. Zerschneiden wir. Und damit binden wir der Lisa ihre Hupen ab. Sicher, dass ich sie nicht wegoperieren soll? Ich glaube, ich könnte auch eine OP hinter mich bringen. Nein. Ich möchte doch gern meine Weiblichkeit wahren. Schau, hier sind die Schnittmuster. Die stelle ich auch mit rein, als Link und so. Weil ich ein sozialer Mensch bin und sowas eben gerne mache. Hör doch damit auf. Warte, ich habe eine Lösung. Was machst du da? Mich zu wehren. Ich brauche irgendwas zum Schlagen, aber hier ist nichts. Das sind Schwerter! Die könnte ich doch benutzen! Nein, geh weg! Selber schuld. Was für Zeug, Freier? Was hast du gesagt? Was? Freya, was für Zeug? Sag's nochmal. Aber der Cookie. Wer versteht es? Das will ich nicht. Was für Zeug? Du schaust aus wie so ein fettes Säckchen mit dem Arsch. Danke. Fass dich bitte. Ja, ich bin ein fetter Kuchen. Gib mir mal die Kamera. Nein! Nur, dass du mich filmst. Das bolbert voll, deswegen schaut es jetzt voll fett aus, weil es voll viele Schichten darum gewickelt, Mann. Da! Wie auch immer, ich seh's nicht. Ich seh nix. Da! Besser geht es nicht, ich hab nur mal so große Titten. Kann ich auch nichts für. Sag mal, musst du einen Namen filmen, wenn ich irgendwie gerade scheiße ausschaue? Dann dürfte ich ja gar nicht filmen. Das ist als böse. Also, wir haben jetzt die ersten Teile aufgeschnitten. Ja. Und jetzt, die Lisa, den Ärmel. Ich bin ein fetter Mann. Ein schöner Arsch kann auch entzücken. Das heißt, ein schöner Rücken kann auch. Auf Englisch. Schau mal, ich hab einen Fass. Versteh die nicht. Naja, schau mal, ich hab einen Fass. So, das lebt mal ein. Hier, da, das Ende, da, so, ne?
Und klar. Aha, au. Haben wir den Finger gepiekst? Keine Ahnung. Einbildung ist auch eine Bildung. Hat die Freie öfters, gell, Freie? Und dann näht man rückwärts, damit man es vernäht, sonst geht es da auf. Und dann wieder vorne. Und dann ist mein Faden, nein, mein Faden ist noch drin. Dann muss man die Nadeln, die wir auf dem Weg sind, dabei raustun. Und dann näht man weiter. Schön gerade. Und dann näht das. Und am Ende auch wieder vernähen. Rückwärts. Und wieder vorwärts. Findet mein Bauch. Voll, voll fett. Also. Das da findet mich und das, was ich mache. Wir müssen das hier jetzt aufeinander legen. Und dann näht man das hier rein und dann dreht man es um. Und dann hat man eine Ärmel. Und das muss man da feststecken, was Bauer weiß, dass es nicht aufgeht. Yeah, ich bin so cool. Wir haben jetzt. Halt das Ding und nicht mich! Also, ich glaube, das ist hier so ganz genäht, ne? Und jetzt muss ich umgehen. Irgendwie. Wenn das funktioniert. Das ist sehr schwierig, mit dem Stoff nicht zu spielen. Das wäre cool, das sehe ich jetzt schon, das ist das Beste. Da. Schon da ist die Maus. Da. Schluck mal rein. Bin ich zu viel oder zu viel? Ja. Geht schon. Passt doch. Ja, oder? Ja. das sind jetzt meine Teile, die ich bis jetzt ausgeschnitten habe. Also zweimal das hier, spiegelverkehrt. Und das hier, das ist der Teil unter den Armen und da kommt dann die Tasche noch mit rein. So. Dann. Ja, die beiden Ärmel habe ich schon fertig gemacht. Jo. Und hier schaut es wieder aus, als hätte das Chaos höchstpersönlich gewütet.